Hallöchen und grüß euch. Ich bin's wieder, der Janemann, heute mit einem neuen Video für euch. Und nachdem mein erster unendlicher Geldglitch nach einer längeren Zeit gut bei euch ankam, dachte ich mir, mache ich einen weiteren Geldglitch, denn ob ihr es mir glaubt oder nicht, dieser wurde nach 2 bis 3 Tagen gelöscht. Ich glaube, Roxer Game schaut gerne meine Videos, aber dazu kommt nochmal ein gesondertes Video, denke ich. Das ist ein eigenes Thema. Nun allerdings ein weiterer Geldglitch. Ihr könnt hiermit Autos kostenlos bekommen und diese dementsprechend dann natürlich auch weiterverkaufen und das Beste ohne eine Wartezeit. Und ich habe hier wirklich einen netten Weg gefunden, wie ihr sehr viel Geld mit diesem Glitch sogar bekommen könnt. Abonniert unbedingt den Kanal, um gar nichts mehr zu verpassen. Aktiviert auch oben mal die Glocke, damit ihr auch wirklich immer eine Benachrichtigung bekommt, falls ich etwas hochlade, denn die Abo-Box spinnt etwas rum, da man etwas inaktiver in letzter Zeit. Das ist jetzt nun seit 2 Wochen nicht mehr so, aber ich merke, dass manche noch nicht die Benachrichtigung erhalten. Deshalb stellt unbedingt die Glocke an, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, Leute. Lasst ein Like da, wenn ihr den Glitch einfach mega feiert, so wie ich es tue. Ihr müsst ihn unbedingt jetzt ausnutzen, denn ich denke, jetzt am Sonntag werden die überhaupt nichts patchen. Vielleicht geht er noch am Montag, aber am Dienstag wird er auf keinen Fall mehr gehen, denn der ist einfach so ultra geil. Aber vielleicht wissen sie auch nicht, wie sie es patchen sollen, denn der ist etwas komplizierter, denkt man zunächst, weil man eine kleine Kleinigkeit braucht, mit der man nicht rechnet. Aber im Endeffekt ist der Glitch wirklich überhaupt nicht schwer. Aber diese Kleinigkeit, die man braucht, werde ich euch gleich am Anfang zeigen, wird es, denke ich, Rockstar Games erschweren, das zu patchen. Also könnt ihr damit, denke ich, noch gut Geld machen in einer längeren Zeit. Und lasst das Video unbedingt auch euren Freunden mal zukommen, falls ihr Geld braucht, falls ihr Kumpels habt, die in Geldnot sind. Das ist nämlich mega geil. Ihr könnt nämlich den Glitch zugleich machen. Das bedeutet, jeder kann den Glitch zur gleichen Zeit machen, weil es nämlich ein Solo-Geldglitch ist. Das ist auch noch ultra geil an der ganzen Geschichte. Und ihr müsst nicht euren Freund dazu ausnutzen, dass er dort auf euch wartet oder irgendwelche Autos bewacht. Hier bei diesem Glitch ist es nicht der Fall. Ich werde euch jetzt erstmal sagen, was ihr braucht. Eine Vorbereitung müsst ihr treffen. 3 Dinge sind es. Und die erste Sache ist dieses Ding, was ich angesprochen habe, mit dem man überhaupt nicht rechnet, dass man so etwas für einen Geldglitch gut gebrauchen könnte. Und das ist die Headset-Begleit-App, so heißt sie. Die könnt ihr aus dem PSN-Store runterladen. Kostenlos ist sie. Ihr seht es mal im Hintergrund, wie ich das einmal durchführe. Die kostet nichts, ist 200 MB groß, also sollte auch möglichst schnell runtergeladen sein. Bei mir hat es 50 Sekunden gedauert, obwohl ich im Hintergrund schon in GTA 5 drin bin. Wenn ihr kein Spiel startet und eine einigermaßen gute Internetverbindung habt, sollte es dementsprechend schnell gehen. Diese Headset-Begleit-App müssen wir nämlich runterladen, damit das Spiel pausiert und nicht weiterläuft, und das werdet ihr aber nochmal später sehen, wann wir sie genau anwenden, werde ich euch natürlich nochmal erklären. Habt ihr diese App runtergeladen, könnt ihr nun GTA starten. Seid ihr nun in GTA drin, müsst ihr ein Minispiel starten, in meinem Fall war es Dart spielen, also macht es, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, auch mit dem Dart. Und zwar habe ich hier einfach eine Runde gespielt, ich bin bei einem reingejoint, das ist überhaupt kein Problem, habt die Runde abgeschlossen und danach sehe ich unter Profil, letzte Aktivitäten, Dart spielen. Und wenn ich darauf gehe, kann ich Minispiel starten drücken, und wenn das bei euch der Fall ist, dass ihr Dart abgeschlossen habt und es bei euren Aktivitäten angezeigt wird, habt ihr schon die 2. wichtige Vorbereitung getroffen. Habt ihr diese 2 Vorbereitungen getroffen, treffen wir nun die letzte Vorbereitung, und das ist ganz einfach, nur ein Rennen erstellen. Da müssen wir in den Editor-Modus gehen, unter Online und Editor, dann den Editor-Modus betreten. Nun werden wir irgendwo einfach hingeworfen in der GTA-Welt, aber jetzt ist es wichtig, dass ihr den Startpunkt des Rennens vor irgendeiner Los Santos Customs Werkstatt eurer Wahl setzt. Ich empfehle euch diese hier am Flughafen, weil dort sehr wenig Verkehr ist. Wir werden eben später in eine Online-Sitzung spawnen und wir wollen es natürlich vermeiden, dass wir gekillt werden von irgendwelchen gelangweilten GTA-Kiddies. Deshalb wichtig, ein Los Santos Customs außerhalb der Innenstadt wählen. In meinem Fall ist es, wie gesagt, hier der Flughafen. Nun könnt ihr eine kleine Aufstellung wählen. Es ist völlig egal, wie groß die ist. Ich empfehle euch die kleinste, damit ihr auch wirklich unter geringem Platz ein Rennen aufbauen könnt. Dieses Rennen muss 1 Kilometer lang sein, mindestens, damit man es starten kann. Es ist völlig egal, ob es ein Punkt-zu-Punkt-Rennen ist oder ein Rundenkurs. In meinem Fall ist es hier ein Rundenkurs gewesen. Ihr müsst nun alle Dinge hier ausfüllen, die so ein rotes Ausrufezeichen hinten haben, außer testen. Das bedeutet, irgendeinen Titel wählen. Ich habe es einfach 1A Geldglitch genannt. Warum? Ganz einfach, damit es vor allen anderen Rennen, die ich entworfen habe, steht. Weil wir müssen mehrmals den Editor-Modus betreten und 1A ist eine 1 und eine A. Dementsprechend steht es vor allen anderen Namen ganz oben bei meinen eigenen Rennen dann. Wenn ihr das soweit gemacht habt, gibt es noch 2 Punkte zu beachten. Und zwar müsst ihr unter Renndetails nun das Rennen nicht als ein Standardrennen erstellen, sondern als ein GTA-Rennen. Dann könnt ihr das Auto wechseln zu dem Elegy Retro Custom. Dieses Fahrzeug würde ich euch empfehlen, weil es am Ende einfach am meisten Geld abwirft. Denn wir werden dieses Fahrzeug, welches wir hier auswählen, aus dem Editor-Modus heraus duplizieren in den Online-Modus, sodass wir es verkaufen können oder in unsere Garage stellen können, falls wir kein Geld brauchen.
Man kann es dann zum vollen Preis und ohne eine Wartezeit immer wieder hintereinander wegverkaufen. Das Ganze geht auch noch mit weiteren Fahrzeugen aus dem Editor-Modus, allerdings auch nicht mit allen, aber dazu komme ich nochmal später. Nun, wenn ihr soweit seid, speichert einfach das Rennen, ohne es getestet zu haben. Habt ihr das getan, könnt ihr einfach den Editor-Modus verlassen und da beenden und danach drückt einfach GTA Online betreten. Nun werdet ihr in irgendeine Online-Random-Sitzung gespawnt. Macht euch nun, wenn ihr in dieser Sitzung gespawnt seid, auf den Weg dorthin, wo euer eigens erstelltes Rennen von gerade eben startet. In meinem Fall war es natürlich hier die Tuning-Werkstatt am Flughafen. Dementsprechend habe ich mich hierhin gemacht. Und nun ist es wichtig, dass ihr den Spawnpunkt auf letzten Ort macht, damit ihr dort auch nach dem Rennen spawnen werdet. Denn wir müssen kurz dieses Rennen starten. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr euer Interaktionsmenü öffnet. Dann stellt ihr den Spawnpunkt auf letzten Ort und ihr speichert diese Einstellung, indem ihr kurz euer Outfit einmal wechselt oder euch irgendeine Maske aufsetzt. Dann dreht sich unten rechts so ein orangener Kreis. Wenn dieser sich dreht, dann habt ihr nochmal das Zeichen, dass sich jetzt alles gespeichert hat und euer Spawnpunkt auf letzter Ort gesetzt ist. Habt ihr das nun gemacht, dann können wir jetzt wirklich mit dem Glitch anfangen. Diese drei Vorbereitungen, das sind die, die am meisten Zeit für diesen Glitch wegnehmen. Aber habt ihr das einmal getan, müsst ihr es natürlich dann auch nie wieder machen, wenn ihr diesen Glitch nun durchführen wollt. Der Glitch an sich dauert ohne Ladezeiten wirklich 1,5 Minuten und ist ziemlich einfach. Vielleicht muss man sich das Video 2-3 Mal angucken, damit man die Schritte auswendig weiß. Aber dann, wenn man es auswendig weiß, geht es wirklich sowas von dermaßen schnell und einfach. Und zwar öffnet ihr jetzt wieder euren Editor-Modus unter Online und Editor. Dann seid ihr nun in den Wolken über Los Santos. Dort drückt ihr dann einfach im Editor-Menü Kreation laden und nun wählt ihr eure Rennkreation, die ihr gerade erstellt habt, einfach aus. Dann werdet ihr dort hingespawnt, wo der Startpunkt sich befindet und ihr auch zuletzt gerade standet mit eurem Charakter, wo ihr den Spawnpunkt auf letzten Ort gestellt habt. Nun müsst ihr einfach nur mit eurem Cursor zu diesem Ort hingehen, wo ihr euer Auto spawnen lassen wollt. In diesem Fall ist es der Elegy Retro Custom, weil wir ihn auch als Standardfahrzeug ausgewählt haben zuvor in den Renndetails. Ihr wählt einfach Touchpad und dann wird das Auto mit euch drin spawnen. Dann fahrt ihr mit dem Fahrzeug nun in die Mitte der Startaufstellung, drückt nun Pfeiltaste nach unten und geht auf Testen. Dann wird der Bildschirm schwarz. In dieser Zeit drückt ihr schnell den PSN-Button, der schickt euch dann ins PSN-Menü und dann geht ihr weiter zu dieser Headset-Begleit-App, die ihr gerade runtergeladen habt und sich dementsprechend auch neben GTA befinden müsste. Ihr startet die PSN-Begleit-App, ihr werdet gefragt, ob ihr reingehen wollt, drückt ja. Nun müsst ihr kurz in dieser App warten. Ich warte immer so lange, bis unten links Eingabe aufleuchtet, also dass man auf irgendein Headset hier bestätigen könnte. Und in dieser Zeit wird durch die Headset-Begleit-App nämlich auch das Spiel angehalten. Es ist sozusagen gefreezed im Hintergrund durch eine eigens von Sony erstellte Anwendung. Leuchtet Eingabe auf, könnt ihr wieder die PSN-Taste drücken und zurück zu GTA kehren. Wenn ihr nun zurück im Spiel seid, werdet ihr feststellen, dass euer Charakter verbuggt im Auto drin rumsteht. Das ist aber kein Problem. Sobald Go aufleuchtet, werdet ihr im Fahrzeug drin spawnen. Nun könnt ihr euer Fahrzeug irgendwo parken vor Los Santos Customs, damit ihr nicht so weit fahren müsst. Könnt dann mit Pfeiltaste nach unten Test beenden drücken. Dann werdet ihr in dem gleichen Fahrzeug spawnen, allerdings mit einer anderen Farbe. Da müsst ihr einfach dann noch einmal Pfeil nach unten drücken und auf Beenden drücken. Dabei aber X gedrückt halten. Das bedeutet, während ihr auf Beenden drückt, nicht X loslassen, sondern wirklich die ganze Zeit gedrückt halten. Daraufhin wird dieses Menü verschwinden. Dann drückt ihr Options, sodass sich die Karte öffnet. Dann könnt ihr auch X loslassen und ihr werdet die Karte in rangezoomt sehen. Da müsst ihr dann einfach nur die PSN-Taste drücken und auf euer Profil, letzte Aktivitäten und Dart spielen drücken. In meinem Fall habe ich es über die Neuigkeiten geregelt, Dart spielen gedrückt, weil schon Jannemanns Bruder vor mir Dart gespielt hat und somit konnte ich es mir natürlich in diesem Fall hier ersparen, selbst Dart spielen zu müssen, um diese Aktivität übers PSN-Menü starten zu können. Wenn ihr dann Minispiel starten gedrückt habt, werdet ihr wieder zurück ins Spiel geworfen. Dann könnt ihr Kreis drücken, dann wird die Karte wieder normal aussehen. Nun geht ihr einfach auf irgendwelche Freunde von euch. Falls ihr keine Freunde habt, könnt ihr auch übrigens einfach einer Community beitreten und somit dann irgendwelchen GTA-Spielern nachjoinen. Jedenfalls ist es völlig egal, welchen ihr da beitretet, sie müssen nur in einer Online-Sitzung sein. Dann werdet ihr gefragt, ob ihr die GTA-Online-Sitzung verlassen wollt. Das bejaht ihr, indem ihr X drückt, aber ihr verneint, dass ihr GTA 5 verlassen wollt. Die zweite Frage, die aufläuft. Leuchtet. Dann werdet ihr sehen, dass ihr unsichtbar spawnt. Ihr könnt gucken, indem ihr eure Waffen wechseln könnt, ob ihr wirklich im Auto sitzt und ihr nicht eingefreezed seid. Das ist der Fall und das wird auch meistens der Fall sein. Und wenn dem so ist, steigt kurz aus dem Auto aus und dann wieder ein. Wartet dann, nachdem ihr eingestiegen seid, 5 bis 10 Sekunden und daraufhin könnt ihr dann einfach Start drücken, online und irgendeine Online-Sitzung starten, indem ihr einfach auf Los
geht. Und je nachdem, wie groß die Sitzung ist, in der ihr zufälligerweise drin spawnen werdet, kann es natürlich länger oder weniger lang dauern, bis ihr endlich spawnt, denn das hängt ja leider dann doch auch von den Leuten in der Sitzung ab, ob sie eine Bambusleitung haben oder nicht. Aber in den meisten Fällen dauert es nicht so lange, bis ihr spawnt. Und wenn ihr dann gespawnt seid, werdet ihr in der Nähe von Los Santos Customs spawnen, weil wir dort vorhin unseren Spawnpunkt auf letzten Ort gestellt haben. Und wenn ihr nun um die Ecke biegt, werdet ihr feststellen, dass sich unser Auto noch immer dort befindet, was wir aus dem Editor-Modus geholt haben, obwohl wir nun in einer freien Online-Sitzung sind. Bis jetzt ist der Glitch allerdings noch nicht ganz fertig. Unser Auto sieht nun nämlich niemand außer wir selbst. Und somit können wir es auch noch gar nicht verkaufen, weil es eigentlich noch gar nicht im Online-Modus existiert. Wir lassen es jetzt aber ganz einfach im Online-Modus existieren, indem wir in Los Santos Customs reinfahren und einfach einen Peilsender drauf knüppeln. Danach können wir Los Santos Customs direkt mit Kreis verlassen und wir werden auch nicht gefragt, ob wir uns sicher sind, Los Santos Customs zu verlassen, sondern wir werden direkt, nachdem wir Kreis gedrückt haben, rausgeworfen. Dann verlassen wir Los Santos Customs und ihr werdet feststellen, dass ihr kein Gas geben werden könnt. Ihr werdet nämlich einfach aus dem Fahrzeug rausgeschmissen, aber kurz darauf wird das Fahrzeug mit Peilsender vor euch spawnen, welches wir gerade in Los Santos Customs hatten. Das ist nun nämlich unser eigentliches Fahrzeug, welches die anderen Leute auch sehen und wir auch jetzt verkaufen könnten oder es natürlich auch einfach in unsere Garage unterstellen können. Und ihr seht, wir können zum vollen Preis verkaufen. Über 550.000 GTA-Dollar haben wir da innerhalb von 2 Minuten Glitching-Zeit bekommen. Die Vorbereitung habe ich jetzt mal nicht dazu gerechnet, weil nun kann man es immer wieder hintereinander wegmachen, indem man einfach nun wieder in den Editor-Modus geht und sein Rennen lädt. Das Auto dann im Editor-Modus spawnen lässt, indem man Touchpad drückt. Aber da möchte ich euch kurz nochmal sagen, dass man das Auto auch ändern kann, indem man einfach dort, wo wir zuvor den LG Retro Custom ausgewählt haben, natürlich auch andere Fahrzeuge auswählen kann. In meinem Fall habe ich es jetzt mal hier mit diesem Nero Custom gemacht. Diesen wähle ich jetzt einfach aus, gehe zurück, sodass ich in der Startansicht vom Editor-Menü bin und dann drücke ich Touchpad dort auf dem Fleck mit dem Cursor, wo das Fahrzeug spawnen soll. Es spawnt jetzt dort, wo ich Touchpad gedrückt habe. Nun fahre ich wieder in die Mitte der Startaufstellung und alles verläuft nun weiter, wie gerade eben bei dem Glitch mit dem LG. Ich werde jetzt wieder diese Headset-Begleit-App öffnen, nachdem ich auf Testen gedrückt habe und den Blackscreen hatte. Kurz warten, bis Eingabe in der App aufleuchtet. Daraufhin werde ich wieder zurück zu GTA gehen. Wenn ich dann dort bin, werde ich Test beenden drücken. Dann fahre ich etwas näher ans Tor von Los Santos Customs ran. Dort werde ich dann beenden drücken, aber X gedrückt halten. Dann Options drücken, sodass sich die Karte öffnet. Die Karte wird sich rangezoomt öffnen. Dann werde ich die Darts-Aktivität wieder starten. Dann drücke ich Kreis, dass die Karte wieder normal groß ist. Joine irgendeinem Freund, der sich in einer GTA Online-Sitzung befindet, nach. Dann werde ich gefragt, ob ich GTA Online wirklich betreten möchte. Drücke Ja. Dann werde ich gefragt, ob ich GTA 5 beenden möchte. Dann drücke ich Nein. Daraufhin gucke ich, ob ich nicht gefreezed bin, indem ich die Waffen wechsle. Steige kurz aus dem Fahrzeug aus und wieder ein. Warte 10 Sekunden maximal. Drücke Start, Online und dann bin ich in der Randy-Sitzung und wir werden sehen, das Fahrzeug ist gespawnt und im Online-Modus. Nun allerdings noch schnell den Peilsender raufhauen, aus Los Santos Customs rausgehen und wir merken, ich werde aus dem Fahrzeug rausgeschmissen, aber das richtige Fahrzeug spawnt nun vorne. Wir könnten es theoretisch jetzt verkaufen, ich möchte es allerdings in meiner Garage haben, ohne dass ich dafür 1 Cent ausgegeben habe, habe ich dieses geile Fahrzeug jetzt in meiner Garage und ich freue mich wirklich sehr, dass ich so einfach und schnell mein Fahrzeug in meiner Garage habe, wofür ich nicht mal irgendein Cent ausgeben musste. Nun kostet allerdings das Tuning Geld, aber das habe ich locker drin, weil dieses Fahrzeug für mich kostenlos war. Von daher ein mega nicer Glitch, wie ich finde. Und falls ihr nur Geld machen wollt mit diesem Glitch, holt euch immer wieder den LG Retro Custom. Dieses Fahrzeug bringt am meisten Geld. Ihr könnt es, wie gesagt, hintereinander wegverkaufen. Solo, ohne Freunde. Falls ihr keine Freunde habt, denen ihr nachjoinen könnt, das ist nämlich das einzige Kriterium. Man muss nur jemandem nachjoinen. Dann könnt ihr es auch einfach machen, indem ihr einer Community beitretet, wie bereits gesagt. Irgendeiner GTA Online Community, da gibt es ganz viele, müsst ihr einfach unter Communities mal suchen. Aus diesen Communities werden sich nämlich immer 24/7 so viele Leute in GTA befinden, dass ihr immer einen findet, den ihr nachjoinen könnt, um diesen Glitch dann vollständig richtig auszuführen. Und das war's mit diesem Tutorial, Leute. Ich finde den Glitch so einfach. Gebt euch das Video am besten direkt nochmal, während ihr glitcht, dann könnt ihr wirklich auf Nummer sicher gehen, dass ihr jeden Schritt so macht wie ich und es bei euch funktionieren wird. Ich denke, Rockstar Games wird diesen Glitch in spätestens 2-3 Tagen patchen, weil er auch wirklich etwas schwieriger ist für sie, denke ich mal, zu patchen, weil man eine andere App von Sony benutzt, damit dieser Glitch funktioniert. Und das wird ihnen das etwas erschweren, dieses ganze System hier zu patchen, um an Geld zu kommen.
bekommen. Also nutzt es wirklich aus. Ihr könnt damit richtig fett Pada machen. Richtig easy ist es, wenn ihr die Schritte raus habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da, teilt es, damit es eure Freunde sehen und alle reichen GTA werden. Wir müssen davon profitieren, liebe Leute, falls ihr versteht, was ich meine. Halleluja. Jetzt schlagt endlich zu. Abonniert den Kanal, um gar nichts mehr zu verpassen. Und das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Erdemann.